Herzlich willkommen zum vierten Workout. Dieses Workout ist ein Mittelstufen-Workout. Du solltest auf jeden Fall alle vorherigen Trainings absolviert haben. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Komm in die Rückenlage. Zentriere dich auf deiner Matte. Und bring bitte ein Knie zur Brust und umfasse das Schienbein mit beiden Händen für die Cook Hip Bridge. Der andere Fuß ist aufgestellt. Du ziehst die Fußspitze hoch zu dir. Hervorragend. Drückst mit dem Fußballen ein bisschen nach vorne, als würdest du aufs Gaspedal drücken. Hebst die Bauchmuskeln in dich hinein und hebst das Gesäß hoch und kommst mit Kontrolle wieder zurück nach unten. Und noch einmal, spann das Gesäß an, heb das Becken an und kontrolliert wieder absetzen. Atme fließend ein, atme ganz fließend aus. Und noch einmal, drück den Fuß kraftvoll in den Boden, heb das Becken an, komm so weit hoch, dass dein Knie und dein Becken auf einer Höhe sind. Und wieder absetzen. Insgesamt 10 Wiederholungen. Und komm hoch nach oben. Das gebeugte Bein lässt du dicht am Oberkörper, sodass du dich gut auf dein Standbein fokussieren kannst. Und wiederhole das noch einmal und komm hoch. Und wieder absetzen. Eine letzte Wiederholung und lift. Und wieder zurück. Wechsel die Seite. Achte darauf, dass die Füße hüftgelenksbreit geöffnet stehen. Zieh die Fußspitze hoch, Ellenbogen ein bisschen zur Seite bringen. Vertief die Bauchmuskulatur, heb die Ellenbogen ein bisschen an. Einatmen, ausatmen, heb das Gesäß hoch, drück den Fuß in den Boden. Und wieder absetzen. Gut, und noch einmal. Lift up. Und wieder tief. Und nochmal, hebt das Becken hoch und drückt den Fuß kraftvoll runter in den Boden. Und der Fuß in der Luft ist ganz aktiv, indem du die Zehenspitzen zu dir heranziehst. Und zurück, super gut. Auch auf dieser Seite 10-mal wiederholen insgesamt. Einatmen, ausatmen, Spannung im Gesäß halten. Und noch einmal heben. Komm ein bisschen höher mit dem Po. Eine gerade Linie. Und lift up. Und wieder zurück. Und noch einmal heben. Heb das Becken an, halte die Spannung im Unterbauch. Konzentriere dich immer wieder auf deine Körpermitte. Und dann bleibst du unten mit dem Becken, stellst den Fuß ab. Super gemacht. Für die nächste Übung legst du dich bitte auf die Seite. Komm in den Seitstütz, sodass dein Ellenbogen unter der Schulter platziert ist. Nimm mal, das untere Bein ist ausgestreckt. Und das obere Bein kreuzt du nach vorne. Komm richtig auf deinen Fuß. Zieh die untere Fußspitze an. Und die obere Hand streckst du ganz locker aus über deinem Becken. Atmest ein, atmest aus und drückst dich hoch nach oben in den Seitstütz. Super. Schau, dass die obere Schulter ein bisschen weiter nach hinten geht, sodass beide Schultern übereinander sind. Senk das Becken ab und komm wieder hoch. Und nochmal senken, atme ein und atme aus, drück dich ab. Und senken, super, und wieder heben. 10 Wiederholungen insgesamt. Atme ein, atme aus. Halt die Spannung im Bauch, der Nacken ist ganz lang. Und komm wieder hoch. Super, beide Schultern übereinander, der Nacken ist ganz lang. Atme ein und das Ausatmen auf dem Weg nach oben hilft dir, Kraft zu generieren. Noch zweimal senken und wieder heben, super. Und noch einmal. Und drück die Füße kraftvoll in den Boden und setz ab. Super. Dann wechsel bitte die Seite. Dreh dich auf die andere Seite. Bring den Ellenbogen unter die Schulter. Streck das untere Bein lang aus und stell das obere wieder ab. Das untere Bein bringst du noch etwas weiter nach hinten, sodass du in die Streckung kommst, in der Hüfte. Ziehst die Bauchmuskeln nach hinten und oben, drückst dich raus aus der Schulter. Den Ellenbogen direkt unter das Schultergelenk. Senken das Becken und wieder heben. Und noch einmal senken und heben. Heb den Blick, schau geradeaus nach vorne. Der Nacken ist lang. Stell dir vor, du schiebst deinen Hinterkopf noch ein bisschen zurück zwischen deine Schultern. Hebst das Kinn ein bisschen an. Und noch mal senken und wieder heben. Drück dich hoch, nutz deine Beine. Atme ein, atme aus und komm hoch nach oben. Super, noch einmal einatmen, ausatmen. Das obere Knie drückst du ein bisschen mehr zur Decke, sodass du die Hüfte leicht öffnen kannst. Lift, eine letzte Wiederholung
und kontrolliert senkt das Becken wieder ab. Dann bleibst du unten, kommst aus der Position heraus und kommst in den Kniestand. Für die nächste Übung Hip Hinge. Dafür sind deine Knie weiter als hüftbreit geöffnet und deine Füße hinten zeigen zusammen. Die großen Zehen berühren einander. Schieb das Gesäß nach hinten, setz dich in Richtung deiner Fersen und komm wieder zurück nach oben hoch. Noch einmal, schieb das Gesäß nach hinten, atme ein, ausatmen, lift up und spann das Gesäß an. Noch einmal nach hinten setzen und lift. Prima, atme fließend ein und atme aus. Auch hier achte wieder darauf, dass du die Spannung über den Beckenboden bis in den Unterbauch hinein aufbaust. Einatmen, ausatmen. Insgesamt 10 Wiederholungen und lift. Sehr schön. Und noch einmal, der Rücken bleibt lang, der Nacken bleibt ganz lang. Und noch einmal zurückschieben und komm hoch. Noch zweimal wiederholen, atme ein, ausatmen, hoch. Und noch ein letztes Mal. Und dann bleibst du oben. Super. Öffne die Füße wieder, sodass deine Knie hüftgelenksbreit zueinander finden. Bring einen Fuß nach vorne in den Halbkniestand. Den hinteren Fuß stellst du bitte auf den Fußballen. Schaust, dass die Ferse hinten senkrecht nach oben zur Decke schaut. Hebst den Bauchnabel etwas in dich hinein und verlängerst das Kreuzbein. Super, atmest ein, atmest aus, baust Spannung auf in den Gesäßmuskeln und drückst dich nach oben hoch, kommst in den Stand. Bringst den hinteren Fuß neben deinen vorderen Fuß, richtest dich einmal auf. Sehr schön. Mach wieder einen großen Ausfallschritt mit dem gleichen Bein, beugt das hintere Knie, kommt zurück in den Halbkniestand. Atme ein, atme aus, noch einmal von der Körpermitte Spannung aufbauen und wieder zurück. Gleiche Seite, wieder nach hinten ausstrecken, beugt das Knie. Sehr schön. Wiederhol das insgesamt 10 Mal.